Vala Morghulis, meine schönen, wunderschönen Freunde da draußen, die sich jetzt wundern, warum man uns, wunderschöne Freunde, gerade nicht sehen kann. Das Problem ist nämlich, aufgrund der E3 und privaten Gedöns haben wir keine Zeit gefunden, uns nochmal zu treffen und das Ganze dann so aufzunehmen. Deswegen machen wir es einfach schön klassisch über Teamspeak. Hallo, Kontax. Ja. Hallo. Ich bin nämlich gerade live auf der E3 und kann deswegen nur über Teamspeak sprechen. Genau. Und ich habe übrigens keine Hose an. Nur falls es euch interessiert. Die neue Folge Game of Thrones haben wir uns angeguckt. No One hieß sie. Und da ist auch der größte Fokus meiner Meinung nach drauf. So. Und da frage ich dich jetzt einfach mal ganz unverblümt, wie fandst du die Folge denn jetzt? Also ich fand, da waren so einige Lacher drin, die ich ganz lustig fand. Lacher? Ja, aber im Haus, ja, ne? Die ganze ja. Geschichte. Okay, ich muss gerade überlegen, weil irgendwie kann ich mich aber an die letzte Szene wirklich auch erinnern. Auch mit Bronn und Podrick. Ja, ja, das stimmt. Wobei, das fand ich schon fast wieder übertrieben. Also das fand ich schon so ein bisschen unangenehm, mir dazu mehr anzugucken. Also irgendwie dachte ich auch so, ja, okay, eigentlich hätte ich jetzt viel lieber andere Szenen, die nicht in der Folge drin waren, für diese Zeit von diesen Gag-Dingern gehabt. Ja, ja, stimmt. Für mich hätte es auch gereicht, so, dass die nur den ersten Satz da zeigen, wo Bronn ihn fragt, meinst du die ficken? Und ja, genau, dann hätte man wirklich so, sagen können. Das hätte schon gereicht. Ja. Das hätte schon gereicht, aber auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil man halt jetzt auch so viel, ich weiß nicht, man hat jetzt so viel Aufbau gehabt bisher und das ist jetzt eine Folge, wo ich wirklich davon ausgegangen bin, dass irgendwas richtig Geiles passiert, wo es jetzt eine Folge zu viel Aufbau meiner Meinung nach war. Also da war wieder, so wie die letzten drei Folgen, glaube ich, mittlerweile sogar, wo du halt Figuren hast, die werden so irgendwo hin platziert, beziehungsweise Quests werden quasi abgeschlossen, aber die haben jetzt keine große Konsequenz für die großen Konflikte, meiner Meinung nach, also zumindest. Aber da gehen wir im Einzelnen auf jeden Fall nochmal drauf ein. Und dann würde ich sagen, wo legen wir denn los? Worauf hast du denn Bock? Ja, sollen wir at River Run anfangen? Das ist echt... Ja, oder wir fangen halt von der Größe her erstmal in Braavos. Das Kleinste. Braavos? Ja, okay, lass uns Braavos machen. Machen wir in Braavos erstmal. Weil das ist auch, danach war ja auch direkt schon die Folge auch benannt, No One. Außerdem fängt die Folge damit an und hört damit auf. Genau, das stimmt auch wieder. Wir haben nämlich direkt am Anfang es geht da direkt weiter, wo letzte Folge aufgehört wurde, mit der Arya, die mit einer blutigen Verletzung im Bauchbereich, über die ich mich jetzt immer noch wundere, ob die jetzt tatsächlich echt war im Nachhinein, zu den Theaterschauspielern quasi hingegangen ist, ja, und hat gesagt, hier ist gerade irgendwie ganz schön scheiße, helft mir mal bitte. Woraufhin Lady Crane, die ja eigentlich hätte tot sein sollen, wenn Arya ihr Auftrag abgeschlossen hätte, erstmal gestanden hat, dass sie ihre Mörderin, die den Auftrag gegeben hat, umgebracht hat. Zumindest habe ich so verstanden, oder? Nein, die hat ihr Gesicht verunstaltet, sodass ihre Karriere wahrscheinlich beendet ist. Stimmt, und da habe ich auch noch kurz gedacht, ist Lady Crane vielleicht noch einer der No-Ones, also von den Faceless Men? Weil Gesicht verunstalten, so von wegen, okay, Gesicht einmal abziehen oder so, weil wie es halt die Leute dann da auch machen, habe ich vielleicht kurz gedacht so, okay, vielleicht ist sie ja auch mit in diesem Club mit dabei. Was aber im Nachhinein auch nur eine Überlegung war, die hat sich in den nächsten 20 Sekunden sowieso erledigt, weil Lady Crane wird von der Wife getötet. Auf einer blutigen Art und Weise, also man sieht ja glaube ich auch nur noch, wie sie quasi so, keine Ahnung, was eigentlich genau mit der passiert. Hat man es eigentlich gesehen? Also ich weiß keine Ahnung, die hat irgendwie in so Stäben drinne gesteckt oder so. In den Stuhlbeinen, glaube ich. Oder ja, auf ja irgendwie sowas. Mal. Und es war auch so lustig, als ich die Folge gesehen hatte, da habe ich schon die ganze Zeit gedacht so, oh Gott, gleich passiert irgendwas, weil auch man hat so einen großen Fokus auf sie gerade und dann steigt sie auch noch auf so einen Hocker und denkst so, okay, die fliegt gleich runter und schlägt sich den Schädel auf oder und dann stand die Wife oder dieser Typ. Die Wife verkleidet hat, erst im Gang, da dachte ich auch noch, ja, okay, alles klar, jetzt ist... Vor allem dachte ich erst, dass die vielleicht einfach Mohnblumensaft von irgendeinem Mitarbeiter aus dem Theater geklaut hat und der die dann so erwischt hat, und so die ersten Sekunden, und dann dachte ich, nee, warte, the Wife, die ist auch noch da. Vor allen Dingen hat die ja am Anfang in einem Theaterstück Szene dann so gespielt, wie sie mit Arya in der Folge davor quasi besprochen hatte.
oder angedeutet hatte. Ja, sie hat es ein bisschen abgeändert, weil ich glaube, Arya hatte ja vorgeschlagen, dass Cersei gar nichts sagen würde, sondern einfach nur wütend wäre auf die Täter. Und sie hat quasi nur diesen Text quasi so angepasst, ja, dass es halt in die Richtung geht. Also halt so Best of Both Worlds, würde man, glaube ich, sagen. Genau. So von der Art. Naja, ja, hat sie aber auch nur einmal gemacht. Genau, hat sie auch nur einmal gemacht. Und eigentlich, also, ich weiß nicht, ich fand Lady Crane vom Charakter her natürlich schon irgendwie ganz cool. Die war so eine schön aggressive Person, die auch sagt, ja, okay, ich hatte einen aggressiven Ehemann, ich musste halt viele Löcher verursachen und die dann auch wieder stopfen. Also man hat dazugelernt, so nach dem Motto. Ja. Und ich war mir erst nicht ganz sicher, was ihre Intention war. Ich dachte erst, Lady Crane wollte Arya vergiften, weil ich halt auch irgendwann davon ausgegangen bin, weil sie die Story erzählt hat mit dem Gesicht abschneiden oder Gesicht verunstalten, dass sie halt zu einem Faceless Man gehört. Und da habe ich genauso wie Arya reagiert, die gesagt hat, von wegen, nein, ich werde auf gar keinen Fall irgendein Getränk, was du gerade eingeschüttet hast, trinken. Was sie ja dann aber doch gemacht hat, da habe ich eigentlich schon fast gedacht, okay, Arya, war schön mit dir. Ja. Aber auch das hat sich dann direkt dazu entwickelt, dass es dann anders gekommen ist, wie man denkt. Und dann haben wir eine lustige Fluchtsequenz, die meiner Gefühlswelt nach einen Tacken zu lang war. Ich weiß auch nicht, das passt auch irgendwie gar nicht so zu Game of Thrones, so eine Verfolgungssequenz von der Wife und Arya, wo ich auch kurz gedacht hatte, okay, wollten die Macher jetzt einfach nur das auch einfach mal gemacht haben, so wie sie halt schon mal eine Massenschlacht gemacht haben oder eine Pferdeverfolgungsjagd, jetzt wollen wir auch noch so eine zu Fuß Jump'n'Run-mäßige, Mirror's Edge-mäßige Verfolgungssequenz haben, wo sich Arya von jeder Treppe, die sie finden kann, einfach nur stürzen lässt. Das war wirklich so, sie ist wirklich konsequent immer irgendwo runtergesprungen. Erst aus dem Fenster, also erstmal in der letzten Folge von der Brücke, dann aus dem Fenster, dann die Treppe runter und dann gleich eine Mauer oder so. Ja, man kann das da, aber ich glaube, man kann das so mit begründen, dass sie ja halt selber verwundet war und deswegen nicht so schnell wie The Wife war und deswegen musste die so dumme Sachen runterspringen. Ja, wobei ich glaube ja noch, dass sie nicht verwundet war tatsächlich, weil... sie hat sie ja eindeutig in ihre Katakomben da gelockt und da war die Frage wieder quasi war, wo Arya denn die ganze Zeit Nidel hatte, nämlich in den Katakomben und das fand ich eine sehr, sehr geile Badass-Szene, wo du schon wusstest, okay, fuck yeah, wie sie einfach nur da steht, so das Schwert, so das Gesicht quasi von der Klinge gespalten, so vor sich haltend und dann so, okay, komm noch einen Schritt näher und dann schneidet sie einfach nur die Kerze kaputt. Und du weißt einfach schon, okay, fuck yeah. Das wird jetzt Arya so, wie wir sie wirklich kennen und nicht diese komische, verletzte Person, die jetzt die letzten paar Male so gezeigt wurde. Weißt du, die so tüdelü, ich laufe mal durch den Markt und denke an nichts Böses und werde dann natürlich erstochen. Plus halt auch die hilfesuchende Arya, die ist jetzt quasi auch wieder weg, sondern es ist wieder Badass Arya, die von den Faceless Men trainiert wurde, die den Bravossi Schwertanz kann und die einfach fucking awesome ist. Ja, und dann halt die Eröffnungs- oder die Schlussszene dann. Die Wife ist tot und Arya bedroht Jaqen H'ghar mit Needle und sagt so von wegen hier, ich gehe nach Hause. Ein Mädchen ist Arya Stark und ich gehe jetzt nach Hause. Ja, nachdem Jaqen H'ghar gesagt hat, endlich hast du bestanden, du bist endlich niemand. Dann hat sie ja darauf gesagt, no one is Arya Stark and I'm going home. Ja, das stimmt, ja. Aber ich meine, es ist auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Plan von Jaqen H'ghar die ganze Zeit war. Weil das würde jetzt natürlich davon implizieren, so von wegen, wenn er sagt, so von wegen, endlich ist ein Mädchen no one. Das würde ja quasi davon ausgehen, dass er immer davon ausgeht, oder dass er immer davon, dass es immer wollte, dass sie irgendwann die Wife tötet. Ich glaube nicht. Also ich denke, dass sie halt, dass er gesagt hat, sie soll sie töten und entweder wäre sie tot gewesen und The Wife ist halt noch da oder The Wife ist tot und Arya ist eigentlich niemand. Also ich denke, so oder so kriegt der Gott ja dann eh seinen Namen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja gut, aber ich meine im Endeffekt, wissen wir jetzt, dass Arya auch das jetzt umsetzen kann, was sie in der letzten Folge angekündigt hatte, dass sie jetzt einfach nach Westeros wieder geht. Was ihr Ziel ist, weiß man jetzt noch nicht so ganz. Also sie will nach Hause, also geht man erstmal davon aus Winterfell. Wobei sie ja Lady Crane erzählt hat, was ist eigentlich westlich von Westeros? Und das wollte sie mal besuchen. Ja. Was ich lame fände, wenn sie jetzt einfach, okay, hier Arya Stark geht jetzt erstmal auf Welttournee.
Von daher mal gucken, was jetzt mit ihr passiert. Also ich hoffe ja, dass sie noch pünktlich zur Battle of the Bastards nach Winterfell kommt und da ordentlich Ärsche treten kann, was ich aber nicht glaube, weil dann müsste sie sich wirklich teleportieren können. Ja, ich denke mal, die will erst in den Westen gehen, also westlich von Westeros, kommt aber dann in Westeros an und kommt dann mit, was so mit der Familie alles passiert ist, weil davon weiß die einfach gar nichts, oder? Stimmt, sie weiß gar nichts. Ich glaube, das war auch das, ich glaube auch dieses Theaterstück, das war auch das erste Mal, wo sie tatsächlich noch erfahren hat, was überhaupt nach dem Tod ihres Vaters passiert ist. So, wenn man sich das nochmal so überlegt, weil sie hat ja seitdem nicht mehr so viel von den Leuten gehört, glaube ich. Wobei, Red Wedding hat sie, das hat sie doch schon mitbekommen. Aber was aber danach passiert ist ja auch noch viel passiert. Danach ist auch noch viel passiert, auf jeden Fall. Denke ich, dass sie daraufhin dann auch dann hoch zu John geht. Also, ich denke eh, dass komplettes darauf hinausläuft, dass irgendwann alle eh im Norden sind und gegen die weißen Wanderer kämpfen. Ja, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Und wir haben, der ganze Arya Faceless Man Storystrang, so jetzt nochmal in der Retrospektive, ist aber auch schon ein bisschen, war jetzt sehr lang, fand ich irgendwie. Also so. Dafür, dass sie am Ende wieder zurückgeht, ja. Ja, das ist halt so, irgendwie hat sie jetzt auch nicht so viel mitgenommen, weil sie hat jetzt auch nicht die Fähigkeit mitgenommen, sich selbst zu verwandeln, oder habe ich da irgendwas verpasst? Dafür brauchst du ja eh die Masken. Ja, ich weiß es nicht, weil, wenn du dich nochmal erinnerst, bevor wir Jacqueline wiedersehen, da hat er sich ja quasi verabschiedet und da hat er sich ja auch nur umgedreht und hat ein anderes Gesicht. Hat da wahrscheinlich eine Maske mitgehabt. Das ist halt die Frage, kann man die Masken so mitnehmen? Hat sie jetzt sich noch 5 Masken mal so eben so mitgenommen? Und wessen Masken sind das denn? Und wir erinnern uns ja alle noch an die, hier Banner-Fotos und so weiter, wo halt die Gesichter von noch lebenden Figuren da war. Hat sie jetzt irgendwie vielleicht die Fähigkeit auch erlangt, Leute quasi die Masken herzustellen, ohne dass die Leute tot sind? Oder das sind halt alles noch so Sachen. Ich weiß nicht, wenn man wüsste, dass sie so eine Art Fähigkeit dazu bekommen hätte, dann wäre das schon sehr, sehr cool eigentlich. Ja. Aber jetzt so, dass sie jetzt einfach wieder weggeht und im Endeffekt auch jetzt nichts wirklich von den Faceless Men mitgenommen hat, außer dass sie jetzt im Dunkeln quasi kämpfen kann. Ja. Das ist halt schon ein bisschen lame. Ja. Aber gut, ist halt jetzt so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Arya jetzt noch erwachsener da herumläuft und dass sie jetzt vor allen Dingen nochmal ein paar Leute umgebracht hat, beziehungsweise die Wife endlich umgebracht hat, was man eigentlich schon hat sehen kommen, was man schon sehen konnte. Ja, das war vorab zu sehen. Könnte, genau, ja, egal. Ich labere nur noch Bullshit. Tust du sowieso. Egal, das ist ja Standard. Okay, ich würde sagen, gehen wir nach Meereen, mein momentan unliebster Ort, wo ich im Moment... Ja, vor allem jetzt, wo Varys auch noch weg ist. Ja, aber warum ist er jetzt weg? Ja, der ist auf eine geheime Mission gegangen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, was hat er vor? Boah, da müsste ich gerade mal kurz nochmal nachlesen. Und die fängt an... um Freunde in Westeros zu sammeln quasi. Stimmt, ja, stimmt. Um Freunde für Westeros zu sammeln und Schiffe zu besorgen. Aber ob das so gut ist für ihn... Ja, stimmt. Schiffe auch noch zu besorgen. Aber wissen ja gar nicht, dass die Eiserne Flotte auf dem Weg dahin ist. Ja, aber ich muss auch noch sagen, dass ganz am Ende, wo quasi Meereen angegriffen wurde, habe ich auch noch gedacht so, ich warte mal kurz, ich zähle mal gerade durch, wie viele Schiffe das jetzt sind. Weil das waren schon verdammt viele. Und ich dachte mir so, also entweder sind das die Eisenmänner, aber als ich dann später herausgestellt habe, dass es ein Angriff ist, ja, vielleicht muss man die nicht ganz unbedingt kaputt machen. Hat doch auch das Banner gesehen, dass die aus die Meister waren. Klar, dachte ich aber auch, entweder irgendwie, keine Ahnung, verteidigen das jetzt, oder es kommt jeden Moment Daenerys mit ihrer Dothraki-Armee und macht mit dem Drachen einmal die Schiffe platt. Und dann dachte ich mir aber so, hey, eigentlich wäre das total dumm, mit dem Drachen die Schiffe platt zu machen, weil... Ja. Da hat sie die ganzen Schiffe, die sie braucht. Genau. Sie müsste quasi einfach nur warten, bis die Leute an Land sind und die dann da flambieren. Dann hätte sie einfach schon so eine komplette Flotte vor der Tür stehen. Ja, eben, klar, deswegen. Das ist ja halt auch so dieses, wo ich dann auch gedacht habe, so, ja, okay, ist ja cool und schön und gut, dass sie jetzt quasi da angegriffen werden mit so vielen Schiffen, aber ist halt auch ein riesengroßer Zufall, dass Daenerys jetzt viele Schiffe braucht und dann greifen ganz viele Schiffe an. Und
Ja, ich weiß halt nicht. Ich fand es auch ein bisschen komisch, wie Daenerys auf einmal da war. Also wirklich so, puff, und sie war wieder da. Klar, sie ist mit dem Drachen hergeflogen, aber ich meine, wo ist die Armee und wo sind die anderen? Ja, ich denke mal, der Drache ist, also ich habe mir das so gedacht, dass sie schneller mit dem Drachen natürlich ist natürlich, in der Luft. Klar. Und dass die Dothrakis halt nachkommen. Und, ja, natürlich. Das, aber ich finde es halt, ich weiß nicht, ich fände es halt schön, wenn es irgendwie nochmal gezeigt hätten, ganz kurz. Übrigens, die Armee ist auch da, ist jetzt nicht nur Daenerys, weil Daenerys allein kann halt auch nichts machen. Da kann sie niemanden mit Feuer beschmeißen und dann andere Leute zum religiösen Glauben konvertieren lassen, sondern sie ist halt jetzt da und wundert sich. Vor allem weiß sie ja noch gar nichts mit der Religion, was da abgeht. Ja, das stimmt. Das hat sie ja noch gar nicht mitbekommen. Und, ich bin sowieso immer verwundert, wie sie jetzt mit Tyrion umgeht, weil wir hatten ja vorher noch die Szene, die wir jetzt komplett übersprungen haben, aber auch zu Recht, weil sie war wirklich nicht gut. Tyrion, Missandei und Grey Worm trinken miteinander und haben Spaß. Das war sehr fremdschämig war eigentlich, weil ich gedacht habe, so, oh Gott, was macht ihr denn da mit Tyrion? Jetzt macht ihn doch bitte nicht so scheiße. Das war mal ein cooler Charakter so und jetzt lässt sie den die ganze Zeit Witze machen und ich denke so, naja. Aber es ist auf jeden Fall... Ich finde, man merkt, dass sie versuchen, Tyrion Screentime zu geben, weil er einer der beliebtesten Charaktere ist, aber geschichtlich... Aber nicht mehr lang, wenn sie so weitermachen. Ja, genau. Aber geschichtlich hat er halt nichts mehr zu tun da oben. Er wartet quasi darauf und leitet die politischen Dinge, aber da kann man nicht viel rausholen. Und deswegen denke ich, dass die solche dummen Szenen nutzen, um mehr Screentime zu generieren. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Aber die Charaktere hier gerade, also Tyrion funktioniert gut mit Varys, aber Tyrion funktioniert halt nicht gut mit Grey Worm und auch gar nicht mit Missandei, wie ich finde. Weil die sind halt beide so, wir folgen Daenerys, weil sie ist unsere Göttin und unser Messias und halt weniger von den eleganteren Typen, weißt du, was ich meine? So, die sich halt auch wirklich noch artikulieren können und die auch wirklich eine eigene Meinung haben, sondern die sind halt Follower. Aber halt keine Leute, die jetzt eine eigene Persona haben. Gerade Grey Worm. Ich meine, ich liebe den Typen. Ich finde auch den Schauspieler, ist super cool drauf und alles. Aber ich weiß nicht. Ich brauche keine Talking-Sequenzen zwischen den Ganzen. Vor allen Dingen, wenn sie dann so awkward enden, also so wirklich komisch endet, wo dann Grey Worm dann auch noch quasi den eigenen Mann raushängen lässt. Knickknack, schnickknack. Indem man dann gesagt hat, so von wegen, du hast keine Ahnung, was man jetzt bei einer Invasion machen soll und ich mach das jetzt so ungefähr. Und das war halt dann schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, die mögen sich offensichtlich nicht wirklich und dann finde ich es auch irgendwie doof, dass Tyrion mit dem Wein trinkt und das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, okay, das ist jetzt alles sehr forciert, nicht nur von den Machern, sondern auch in der Serie, die ganze Situation. Aber, mein Gott, Tyrion wird gewiss jetzt auch mit Daenerys, weil das waren tatsächlich die Stellen, die ich richtig geil fand, wo Tyrion mit Daenerys quatscht, weil Daenerys ist so dieses typische von wegen, ja, ich will jetzt alle verbrennen und ich will alle überall einwandern und mir alles unter den Nagel schnappen und Tyrion immer so, okay, aber wir müssen auch irgendwo demokratisch dran gehen und dann versucht die eigentlich immer zu beschwichtigen, das finde ich eigentlich immer sehr witzig. Ja, das war davon gerne cool. Mehr. Ja, und dann, wie gesagt, Astapor, Yunkai, Volantis greift jetzt, die greifen jetzt alle zusammen Meereen und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Nee, man sieht ja nur, dass sie kommt, aber man sieht halt noch im Hintergrund, wie der Drache Richtung Hafen fliegt, aber man sieht nicht, dass der Feuer speit. Also, es ist noch Hoffnung da, dass sie die Flotte nutzt und nicht... einfach im Meer versenkt. Also ich glaube, das wäre wirklich auch sehr doof eigentlich. Also aber es wird teilweise auch zu der Kalisi passen, weil das manchmal stimmt. Macht sie auch einfach dumme Aktionen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich meine, sie ist ist ein Hitzkopf im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann man halt. Aber auch man darf ja auch nie vergessen, dass sie in den Serien immer älter dargestellt sind, als sie wirklich sind im Buch. Ja, gut, die eigentlich. Aber da kommen wir quasi wieder zu so einer Kernfrage, weil ich gehe mittlerweile wirklich davon aus, dass die Bücherserie inhaltlich was komplett anderes ist, oder nicht komplett anderes, natürlich irgendwo Basismaterial gibt es da halt immer, aber ich glaube, dass es trotzdem zwei unterschiedliche Storys sind und dann die Bücher Daenerys, die sind dann 14 und 16 und bei mir ist es vollkommen okay, dass die jetzt 20 bis 25 ist, also das ist jetzt für mich jetzt nicht so ein großes Problem. Ich finde halt, bei ihr sieht man halt so krass, dass sie relativ wenig erwachsen geworden ist, fand ich irgendwie. Also sie ist halt,
es ist halt jetzt, wo, keine Ahnung, wo ein Jon Snow oder sowas von so einem Hitzkopf, der sich nicht mal Bastard an den Kopf hätte schmeißen lassen, zu einem richtigen Kerl geworden ist, wo du auch denkst, okay, der Typ kann eine Armee leiten. Ist es bei Daenerys so, sie wirkt jetzt momentan so wie, als ob sie in der Pubertät ist. Ja. So von wegen, sie hat viel zu viel Erfolg, viel zu... Und das Schlimme ist, sie hat einfach noch Macht. Ja, also, genau. Gib mal einem pubertierenden Jungen Macht. Joffrey. Nicht gut. Nicht gut. Ja, das ja. Auf gar keinen Fall. Ja, aber ich glaube, damit können wir auch Meereen eigentlich abschließen, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, King's Landing? Nicht Riverlands, das ist weniger. Sicher? Wir haben ja unten nochmal Riverlands, ne? Ja. Also ich würde sagen, wir machen quasi erstmal King's Landing und danach die Riverlands, oder? Weil Riverlands ist wirklich das Größte, wo auch am meisten passiert ist. Nein, das eine ist Riverlands, das andere ist River Run. Riverlands okay. At River Run, stimmt, du hast recht. Ja. In the Riverlands. Okay, dann machen wir in the Riverlands. Riverlands war nämlich lustig. Genau, und das ist auch tatsächlich ein... Also da treffen Charaktere aufeinander, die ich eigentlich alle relativ cool finde. Und zwar die Brotherhood Without Banners und Clegane. Genau. Und der Clegane trifft ja erstmal einen Teil von denen, die seine Septe da ja gemacht haben. Und das fängt ja auch schon mit so einem dummen Witz an. Wie der eine Räuber, nenne ich den jetzt mal, weil... Ich meine, da gehört zwar der Bruderschaft an, das hört sich alles auch toll an, aber im Endeffekt sind das alles so Räuber und Diebe. Ja, klar. Also der will dem anderen erklären, wie man eine Frau richtig küsst, also ich weiß nicht. Ja, das war auch echt. Und ich weiß auch nicht, was daran toll sein soll oder lustig, wem anders den Finger in den Arsch zu stecken, also wirklich. Also ich würde das nicht machen, um danach so zu lachen und sagen, oh, das war lustig, aber auch voll ekelhaft. Vor allem, er hat auch dran gerochen und gesagt, boah, ist das eklig. Ich meine, was hat er erwartet? Ja. Wie sind die da jetzt unterwegs? Keine Ahnung. Ey, das war nicht so stumpf. Das fand ich echt stumpf. Das ist auch wieder so eine Szene, wo ich gedacht habe, so, okay, hätte man jetzt auch nicht wirklich gebraucht eigentlich, weil die hat das Ganze irgendwie kaum weitergebracht. Außer wir haben nachher coole Tode vom Hound gesehen. Aber sonst war es eigentlich nicht so passend. Viel lustiger fand ich später den Gag, wo der Hound quasi sagt so, wir müssen alle irgendwann mal sterben, außer den Typen, der steht irgendwie immer wieder auf. Und ja, so. Das fand ich auch so witzig. Ich muss dabei noch zusagen, dass ich, letzte Woche noch in einem Bücherladen war und da gab es ein Buch von Game of Thrones, wo jeder Einzelne, der bis jetzt schon gestorben war, drin stand. Okay. Außer Hodor. Hodor. Oh, Hodor. Das war noch zu aktuell. Ja. Ich glaube halt bis zur fünften Staffel Ende. Aber das da ist halt ja. Stand halt jeder drin, der schon gestorben ist. Auch in chronologischer Reihenfolge müsste das, glaube ich, gewesen sein. Hm. Und immer wieder zwischen... Alle paar Seiten kam jedes Mal er wieder vor. Ja, das stimmt. Fand das so witzig. Du liest das so durch, da steht dann immer, da war immer ein Bild auf einer Seite und auf der anderen Seite stand kleiner Text über die Person und der Grund, warum er gestorben ist und wie und so. Und da stand auch wirklich jedes Mal ein anderer Grund bei dem Typen, warum er gestorben ist. Da musste ich echt lachen. Ja, ist auch echt super, der Typ. Ich stand da mit meiner Freundin und hab dann, weil sie ja nicht so in der Materie drin ist, ne, hab ich ihr erklärt, ach der Typ, Alter, der ist glaube ich schon so 5-6 Mal gestorben, das ist voll witzig. Das habe ich so bei der ersten Seite gesagt, dann blätter ich so weiter und auf einmal kommt er immer und immer wieder und genau auch wirklich so 5 Mal. Ja, ach der Typ fand ist auf jeden echt Fall super. Also, ich finde aber Beric finde ich auch tatsächlich ganz interessant als Charakter. Ich wünsche mir, dass sie den noch ein bisschen mehr featuren und was kann jetzt auch sein. Ja, und der Priester, der ist auch super. Thoros ist auch super, der ist auch so einfach super witzig. Allein wie der aussieht, ist schon einfach, denke ich so, okay, der ist ein lustiger Dude. Der macht auf jeden Fall Spaß, wenn man ihn noch ein bisschen länger beobachtet. Ja, der Bart ist toll. Ja, vor allem wie dumm er auch seinen Zopf trägt. Das ist wirklich so, so wie der Dude von Big Lebowski eigentlich so mal. So gerade mal lässig so die Haare irgendwie hochgesteckt, ach egal wie es aussieht. So ungefähr kommt er für mich rüber. Das ist eigentlich der Big Lebowski von Game of Thrones, wenn man so will. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch richtig gut. Ja. Ach ja, aber okay. Auf jeden Fall haben wir Gregor Clegane, aka The Hound, sucht die Leute, die Bannerschaft gerade am Hängen sind. Und sagt dann auch so von wegen, hier, ich will die töten. Und dann sagt er so, ja, aber nicht mit der Axt, sondern halt mit dem Galgen. Und er bekommt zwei davon, die er halt eigenhändig dann umbringen, in Anführungszeichen, darf. Kickt dann die Baumstümpfe um und
Find's auch witzig, drei Leute sterben. Dann da verhandeln. Weißt du, die hängen da, die drei. Und die stehen einfach direkt davor, die bekommen das mit und die verhandeln einfach so. Ich will die drei, die haben meine Sekte kaputt gemacht. Ich suche die aus dem gleichen Grund wie ihr und ich will auch aus dem gleichen Grund, dass sie sterben. Okay. Aber ich will sie umbringen. Aber ich will sie umbringen. Gib mir die drei. Ja. Nee, nur ein. Zwei. Ja, okay. Ja, und dann nimmt er erst die Achse und sagt so, nee, nicht so, ja. Es gibt eine Riesenschweinerei. Das ist schon eigentlich ganz witzig dann gewesen. Das finde ich auch dann wieder, die Ansicht finde ich interessant, so, wo ist denn dann die Bestrafung, wenn sie einfach normal sterben, also in Klammern normal, weil jeder stirbt ja irgendwann. Außer der Typ. Außer Beric. Und, das fand ich schon irgendwie interessant, das so zu sehen, dass auf jeden Fall. Jeder irgendwie stirbt, oder irgendwann, und dass ein nicht schmerzhafter Tod ja dann auch gar keine Strafe wäre. Stimmt. Aufgrund dessen, dass man ja stirbt. Vor allen Dingen im Kontext von Game of Thrones, wenn man das mal mit all den anderen Toten, die die Serie schon fabriziert hat, mal vergleicht. Also da einen schmerzbefreiten Tod zu haben, ist auf jeden Fall eine ganz große Sache, auf der man vielleicht stolz sein könnte. Also ich genau. Wir hatten Enthauptungen, wir hatten Leute, die komplett gehäutet wurden. Leute, die, keine Ahnung, von einem Dämon getötet wurden. Wir haben halt, Stannis, der einfach einen Tag vorher noch seine komplette Familie hat sterben sehen. Also es ist schon, hat er schon einen Punkt irgendwo auf jeden Fall. Ja. Wir sind, glaube ich, eben auch so weit abgeschweift, dass wir gar nicht erwähnt haben, dass gegenseitig die Finger in den Arsch stecken auch von Clegane umgebracht wurden. Ja doch, das habe ich, glaube ich, kurz im Nebensatz erwähnt. Ja, okay, dann. Genauso nebensächlich in der Serie eigentlich war so von wegen, wir hatten ein paar coole Tode von Clegane. Aber sonst war da eigentlich keine wirklichen Neuerungen drin. Wir haben nachher, nach der Exekution haben wir auf jeden Fall noch das Zusammensetzen der Bruderschaft mit dem Hound. Und die essen halt so ein bisschen was und labern so ein bisschen von wegen, dass der Hound der Bruderschaft sich anschließen sollte. Nochmal, genau, einfach nur, weil die halt Hilfe brauchen und er noch Chance hat, quasi sich selbst, sein Seelenheil nochmal zu fördern. Natürlich interessiert es den Scheiß. Aber eine definitive Antwort haben wir jetzt nicht bekommen, ne? Nee, und ich finde es auch interessant, dass wir auch der gleichen Ansicht sind mit den Weißen Wanderern. Also, ja. Das ist perfekt für Jon Snow eigentlich. Eigentlich schon, ja. Aber auch da kommen wir dann später, wenn wir zu den River Run gehen, da sagt auch ein Charakter was jetzt nicht so ganz unwahr ist, dass halt auch, selbst wenn da jetzt eine Truppe von 2000 Mann kommt, das ist halt auch immer noch nicht reicht. So, also es wird schwierig für den guten John, so wie ich das momentan sehe. Aber wie gesagt, die Bruderschaft Without Banners, die wäre auf jeden Fall ein loyaler Zusatz, gerade wenn man noch Melisandre, die man jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen hat, noch im Auge quasi dazu hat. Genau. Das habe ich mir auch gedacht. Mal gucken, vielleicht treffen die ja dann zusammen, aber wir haben ja auch noch, und damit würde ich dann tatsächlich zu King's Landing übergehen, damit haben wir aber unsere Chancen für ein Clegane-Battle oder Clegane-Bowl in King's Landing um Cerseis Leben haben wir natürlich jetzt auch quasi verspielt in dieser Folge. Weil zum einen scheint Sandor Clegane jetzt mit der Bruderschaft irgendwas zu machen und vielleicht im Norden noch ein bisschen weiter auszuhelfen. Plus er ist ja schon in Riverlands, also so oder so müsste er halt von diesem Mittelpunkt genauso weit nach Norden wie in den Süden reisen, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Das, was auch wieder lange dauern würde. Und andererseits ist ja auch Gesetz rausgekommen, ja, was genau. Das verboten hat. Die latest News. Ja. Tommen möchte seine Mutter tot sehen. Offensichtlich. Ja, genau. So kann man dieses Gesetz auch verstehen. Ja, wirklich. Ja, Tommen verkündet einfach mal so ein Angesicht von Cersei, dass ab sofort das Trial by Combat in allen 7 Königslanden komplett verboten sein wird. Und es zu barbarisch ist. Genau. Auf der einen Seite natürlich hat er irgendwo recht. So. Ja. Dann sei er natürlich gefickt eingeschädelt von unserem guten Highsparrow, der natürlich genau wusste, was Cersei mit ihrem Monster da vorhat. Von daher. Ja. Das dachte ich mir auch. Und ich glaube, der ist jetzt schon so krass in dem Glauben drin, dass er das nicht sieht, dass das gleichzeitig auch der Tod für seine Mutter ist. Ich denke, der ist echt davon überzeugt,
dass die vor den sieben Septonen oder Tonen, wie auch immer der Plural davon ist. Ich glaube, Tonen tatsächlich. Dass die da dann irgendwie noch eine Bestrafung kriegt, die nicht zum Tode führt, sondern auch einfach so ein Walk of Shame oder so. Nochmal. Ja gut, wobei das hat sie ja schon. Also ja, ich meine nur so irgendwas in der Art und nicht mit dem Tod. Also, ja. Ich glaube, er sieht nicht wirklich, was er selber da für Konsequenzen rausziehen wird. Ja, das wäre auch ein wiederholtes Merkmal unter den Lannisters eigentlich, dass sie nicht sehen, was für Konsequenzen ihre Taten denn haben. Von daher, mal gucken, was da noch alles so passiert. Aber ich glaube, vorher hatten wir noch die Mountain-Stelle gehabt mit den Spatzen, mit den, ja, den Leuten, die daherkommen. Die war auch wirklich sehr, sehr gut und war eigentlich eine Parallelszene zu der, wo die Lannister-Armee Cersei quasi in der Red Keep haben wollte. Und dann auch quasi die den Mountain so hochgucken und sagen so, okay, der König möchte wirklich, dass sie jetzt hier bleiben. Und so, ja, okay. Nur diesmal hat quasi Cersei selbst gesagt, so von wegen, fuck it, ich wähle die Gewalt, I choose violence. Und ja, der Mountain super. Zückt noch nicht mal ein Schwert und hat einfach so eine Axt in der Brust stecken. Ich so, ja, whatever. Und er drückt den einfach mit einer Hand. Also es war schon sehr und reißt cool, den Kopf. Stimmt. Den Kopf plus Rückgrat reißt er raus. Das ist ja mal so krank brutal. Das war wirklich nochmal ein richtig harter Tod hier bei Game of Thrones auf jeden Fall. Also das war wirklich was, wo ich nochmal, also stimmt, jetzt wo ich das gesehen hatte, so, das war wirklich ganz schön heftig auf jeden Fall. Tja, gut, was kann man auch sonst gegen den guten Funken Mountain machen, ne? Ja. Ich meine, der hat jetzt halt auch sonst auch nichts mehr zu tun, ne? Vor allem jetzt, wo auch ohne Trial by Combat gibt's halt auch nichts, was man jetzt da für ihn tun könnte. Oder seine eigentliche Funktion, warum er überhaupt eingestellt wurde, ist ja jetzt eigentlich auch wieder hinüber. Noch ganz kurz, nach dieser Verkündigung haben wir noch Qyburn, der sagt, ja, dass seine kleinen Vögel ihn halt Gerüchte verkündigt hat. Und hat halt auch herausgefunden, dass diese Gerüchte, man weiß auch nicht, was es ist, oder hast du irgendwie einen Vorschlag? Also ich habe da schon eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, weil, wenn ich mich richtig erinnere, wurden die ja auf den High Sparrow angesetzt, oder? Dass sie in diese Richtung mal forschen sollen. Ich müsste es tatsächlich nochmal gucken, weil das kann ich leider nicht sagen. Wenn das nicht der Fall war, dann gehe ich einfach davon aus, weil wen denn sonst, wenn nicht ihn, will Cersei schaden momentan. Ich denke, dass das darauf hinausläuft, weil es ja auch... Die haben jetzt nur Kinder als Informanten und... Das sind halt dieselben kleinen Vögelchen, die auch Baris damals hatten. Die haben ja auch alles herausgefunden. Genau, und ich denke, das läuft darauf hinaus, dass der High Sparrow so einen kleinen Fetisch hat und auf Kinder steht und das dann rauskommt. Aber glaubst du wirklich, der High Sparrow wäre so ein Typ? Ey, guck dir mal in der Welt die Leute an, ohne Scheiß. Ja, ich weiß, aber ich meine, gerade, ich glaube wirklich, der High Sparrow, das ist für mich so eine Figur, ich glaube, die hat in der gesamten Serie nicht einmal gelogen. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage, weil der Typ ist halt auch selbst von seinem Glauben komplett benebelt. Der weiß immer noch, was er tut, auf jeden Fall, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er jetzt sich sowas hat einkreiden lassen. So. Und ich glaube, außer diese Geschichte, die wir von ihm gehört haben, von wegen, dass er halt damals mal eine durchzechte Nacht hatte mit seinen Kumpels, wegen Schuhe, sonst haben wir auch nur nichts außer Religiöses von ihm gehört. Und selbst das war noch im Kontext aber quasi, ne? Guck dir Marjorie an, wie gut die das schauspielert. Vielleicht ist er einfach nur noch ein besserer Schauspieler. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber ich glaube nicht, dass halt so wie der ehemalige High Sparrow, dass er sich einfach dann einen Puff ablichten lässt, wie er da gerade da ein paar Nutten oder sowas fickt. Also das ist halt... Mich würde es auch nicht überraschen, wenn jetzt Qyburn zum Beispiel auch Lady Olenna meint. Weil, wie gesagt, sie ist ja relativ plötzlich abgereist, so, und das wäre jetzt mein Ansatz gewesen, wo ich gesagt habe, okay, die wollen jetzt irgendwas herausfinden, was Lady Olenna vorhat an sich. Weil das aber wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen, aber ja, macht ja auch Spaß, darüber zu philosophieren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Ja, schon, aber vor allen Dingen, es geht auch mittlerweile so die ganzen Interpretationen, also wie gesagt, ich habe eigentlich fest mit einem Kleganen-Bowl gerechnet und bin jetzt ein bisschen überrascht, und weiß jetzt auch wirklich nicht, was jetzt demnächst kommen wird. Also mal gucken, wie sich es noch auf jeden Fall entwickelt.
Ja. Und entwickelt hat sich nämlich jetzt auch was in Riverrun. Lange, lange angekündigt und wir haben auch lange nichts mehr von Brienne und Podrick gehört. Haben wir jetzt quasi das Treffen der beiden im Lannister-Belagerung-Gebiet gesehen. wo ich auch noch, ich fand es ganz witzig, dass Podrick quasi gesagt hat, so sieht nach einer Belagerung aus, nachdem quasi Jaime in der Nacht vorher da hingekommen ist und so, was ist das denn hier, was soll das denn für eine Belagerung sein, das erkennt man doch gar nicht sofort. Ja, das fand ich ja, eigentlich ganz witzig. Ich fand auch das Bild, bevor der schon was gesagt hat, fand ich super, wie du die ganzen Lannister-Zelte, da siehst du richtig ordentlich, ja, die diesen äußeren Ring bilden und der innere Ring von den Freys, das war so eine heruntergekommene Scheiße, die da einfach aufgebaut wurde. Ja. Ey, ich fand das super, aber das hat genau dazu gepasst, was Jaime in der Folge davor gesagt hat. Das war auch noch so, das war auch noch so witzig, wo ich das, ich habe das hier mit meiner Mitbewohnerin geguckt und sie immer meinte auch nur, auch gerade später, wo die noch durch diesen Schlamm da gewartet sind, dachte so, hey, wie bei Rock am Ring 2016, dachte ich auch noch so, yo, das war auch mein erster Gedanke. Erst so ganz viele Zelte, Regen, Schlamm überall. Denke so, genau. Ja, okay, das ist Rock am Ring. Eine Belagerung. Eine Belagerung, ja. Auf jeden Fall haben wir erst, bevor Brienne zum Blackfish geht, haben wir erstmal eine Konfrontation zwischen Brienne und Jaime. Ja, eine romantische Szene. Hast du wirklich erwartet, also beziehungsweise hast du erwartet, dass sie sich küssen irgendwann? Es war an einem Punkt echt... Man könnte es ahnen, so, das war kurz davor, aber dann haben sie es doch nicht gemacht. Ich fand aber auch wirklich, also ich hätte es, glaube ich, der Serie nicht abgenommen, wenn sie sich tatsächlich geküsst hätten, weil so... Ich auch nicht, das passt nicht zu Brienne. Serie nicht. Das passt auch gar nicht zu Brienne. Ja, zu Brienne noch eher als zu Jaime, weil Jaime hat ja, glaube ich, eine Szene vorher oder nachher hat er ja noch dem Edmure Tully gesagt, so von wegen, dass er wirklich nur Cersei liebt und er wird alles dafür tun, um so schnell wirklich wieder zurück zu ihr zu kommen. Und es ist ja scheißegal, was mit deinem Kind passiert und was mit dir passiert und was mit deiner Festung passiert. Ich will ja einfach nur weg. Ja. Und deswegen würde ich auch, allein weil du das quasi in derselben Szene oder in derselben Folge hattest, glaube ich einfach nicht, dass es gepasst hätte. Und nee. Trotzdem haben sie es so gemacht, dass man noch kurz denkt, so, ha? Komm, los, ran. Ja. Also wir wissen, dass ein anderer Wildling hätte da, glaube ich, sofort zugegriffen. Ja, das gleichzeitig gibt das ja auch dem Wildling wieder eine größere Chance. Auch wenn die beiden noch nie wirklich miteinander gesprochen haben und das sich nur angeguckt haben. Tormund muss mal den ersten Schritt lang machen. Ja, genau. Ich meine, Brienne gibt dem ja gar keine Chance, wenn er immer nur so blöd angrinst. Ja, oh Gott, aber diese Grinses-Dinger, das sind so volle Memes einfach. Es ist so geil. So einfach nur dieses Bild von ihm, wie er grinst und dann so Netflix and chill und der Castle Black and chill. Okay, geil. Castle Black and chill, das ist auch super. Ach, herrlich, ey. Ach ja. Naja, gut. Auf jeden Fall geht dann Brienne nach Riverrun und wird vom Blackfish empfangen. Und der sagt einfach, okay, nee, mach ich nicht. So. Ich weiß nicht mehr, wie meine Tochter die unterschreibt. Warum soll ich dir glauben? Von wem kommst du? Was soll der Scheiß? Und außerdem traue ich dir schon mal gar nicht, weil du halt von den Lannisters kommst. Ja. Und dann sagt er halt auch das, was ich schon vorher erwähnt habe, so von wegen, ey, ich habe, wenn es hochkommt, 1500 Mann. Das wird nicht reichen, um gegen Winterfell zu marschieren. Wo er auch recht hat. Und man weiß auch, ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft. Allein, dass halt Blackfish vielleicht als Figur überlebt und dann so quasi mitkommt, was er sehr ja auch dann am Ende dagegen entscheidet und das dann in seinem Tod resultiert. Ja. Aber trotzdem, so ein kleines bisschen habe ich schon gehofft, ach, komm schon, los, du kannst es doch nachher wieder einnehmen, denk doch mal ein bisschen weiter als morgen. Ja, aber ich habe mir das auch gedacht, so hey, denk doch mal logisch, wenn du denen jetzt hilfst, helfen die dir doch später auch, also... Ja, eben. Das fand ich ein bisschen... Dickköpfig von ihm. Ja, so vor Ned Stark. So ja. Ned Stark-mäßig mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn jeder sagt so, hey, ich habe nur ein paar Mann, dann kriegen die ihre Armee ja nie zusammen. Also ja. Genau darauf, dass die das nicht sagen. Darauf basiert das ja, dass sie überhaupt Leute zusammenkriegen. Nochmal ganz kurz zur letzten Folge. Die kleine Mormont, die da, die Lady Mormont, die da die 65 Leute losgeschickt hat. Da hat jemand auch ein Bild irgendwie gepostet, wo dann drauf steht, okay, wenn die Frau drei Drachen hätte und eine dothrakische Armee, dann hätte die ganze Serie vor zwei Staffeln schon geendet. Weil ich auch gedacht habe, so ja, da ist was dran, sie macht wenigstens was. Ja, anders wie Blackfish, der jetzt einfach sich im Kampf stellt
und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Han Solo-mäßig quasi fast schon agiert, so von wegen mit noch einem letzten coolen Spruch und sagt so, ja, ich werde mich hoffentlich nicht blamieren. Und dann hörst du eigentlich nur off-camera, so von wegen, ja, der Blackfish ist im Kampf gestorben. Und ja, keine Ahnung, das ist jetzt noch nicht mal gezeigt. Ja, es ist so verschwendet. Ja, das ist so, vor allem, so unnötig. Keine Ahnung, da dachte ich mir nur sehr, toll. Hättest du mal doch lieber Brienne zugestimmt, du Idiot. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem dieses ganze Ding hat sich jetzt auch einfach zu nichts wirklich entwickelt, außer dass halt Blackfish jetzt gestorben ist und dass halt Edmure unter dem Einfluss von den Freys und den Lannistern steht. Und wir haben Jaime halt jetzt eine Zeit lang aufgehalten, aber gut, auf jeden Fall wissen wir, dass Brienne und Podrick da wieder heile rausgekommen sind. Die schippern jetzt schön auf dem Floß Richtung Winterfell zurück und sagen, hey, das war nicht so ganz das Geile. Ja, und wir bis haben noch nach ein Winterfell letztes... mit dem Floß. Genau, also erstmal eine Weile. Das trägt Brienne dann auf den Schultern und Podrick sitzt drauf mit den beiden Pferden. Ja, das mit den beiden Pferden, genau. Oh Gott, oh Gott, ja. Wobei ich mich übrigens auch frage, war es denn wirklich nötig, mit dem Floß zu fliehen für die beiden? Ich meine, auch wenn sie gesagt hat, wenn das nicht funktioniert, stehen wir uns als Feinde gegenüber. Ja, ich meine... Auch wenn das der Fall war, war es ja nicht wirklich ein gewaltsamer Einmarsch von den Lannisters. Die haben also zwar die Waffen abgenommen und wahrscheinlich auch die Leute gefangen genommen. Aber ich glaube, dass Jaime die jetzt nicht irgendwie gefangen genommen hätte, sondern die einfach hätte ziehen lassen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil sie halt noch vorher quasi zu Jaime hingegangen ist und gesagt hat, von wegen, hier, ich probiere es jetzt mal. Ja, und vor allen Dingen, er hat sie ja dann auch ziehen lassen. Genau. Und ja, das stimmt. Also ich meine, wäre aber auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht würde es irgendwie die Ehre gebieten oder die Tradition, dass sie halt zumindest festgenommen wird. Aber im Endeffekt hast du auch recht. Und eigentlich hat sich das Ganze so entwickelt, warum auch die ganze Folge bei mir so einen negativen Eindruck hinterlassen hat. Das ist alles so ein bisschen Aufbau ins Nichts und das, was abgeschlossen wurde, ist so ein bisschen, ja gut, haben wir das jetzt auch abgehakt, so wie halt, dass die Sache bei Riverrun quasi aufgelöst wurde oder dass halt, ja, Arya jetzt halt doch auf dem Weg nach Westeros ist oder dass Dany jetzt halt doch wieder in Meereen ist und da jetzt einen Kampf haben muss. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen, dass die Serie so ein bisschen bei mir, weißt du, so wie so ein zu lang gekauter Kaugummi, so hat keinen Geschmack mehr, man kaut trotzdem noch drauf weiter rum und jetzt hoffe ich halt einfach, dass in der nächsten Folge, was auf jeden Fall der Fall sein wird, euphorischer aus der Folge wieder rausgehe und es eigentlich kaum abwarten kann, mit dir diese Aufnahme hier zu machen. Ja. Und ja, ich weiß halt auch nicht, also es war halt eine gute Folge natürlich und es hat Spaß gemacht, aber das war so eine typische Folge, wo ich im Nachhinein noch gedacht habe, so okay, jetzt kann aber auch direkt auch heute schon die nächste Folge rauskommen, weil die quasi an sich nicht viel Inhalt hatte eigentlich. Oder das, was sie an Inhalt hatte, im Endeffekt dann nicht viel gebracht hat eigentlich. Na, es geht also nicht wirklich. Ja. Ich meine, das hat schon was zu sagen, dass wir nach fast 43 Minuten schon den kompletten Inhalt schon quasi zusammengefasst haben. Ja. Also, wie gesagt, wir haben auch wirklich nicht viel zu sagen zu der ganzen Folge, glaube ich, oder? Habe ich dich irgendwo vielleicht unterbrochen oder so? Ich könnte vielleicht noch anmerken, was ich so als Vermutung darstelle, was jetzt in der nächsten Folge passiert. Beim Battle of the Bastards. Genau, die heißt nämlich Battle of the Bastards. Und natürlich kommen da der gute... Lieblingsschwiegersohn Bolton. Ja. Ramsay Bolton und Jon Snow aufeinander. Und ich denke, dass das so laufen wird, dass... Ich weiß nicht, ob es komplett in der nächsten Folge passiert oder auf beide aufgesplittet wird, da es ja das Staffelfinale ist. Dass der Bolton erstmal die Überhand hat, Jon Snow so am voll abkacken ist und dann aus dem Nichts noch eine Armee auftaucht und den rettet und die Boltons zerschlagen werden. Also so vermute ich, dass das so laufen wird. Ja. Ja, das kann auf jeden Fall, also das glaube ich auch, dass es so, also es wäre naheliegend, dass die Spielsteine liegen quasi so, dass das auf jeden Fall so stattfinden könnte. Wir haben ja immer noch die Armee um den guten Littlefinger quasi, wo wir auch noch nichts von gehört haben. Wir wissen jetzt, dass, okay, von vielen Häusern im Wind, im Norden, kann man nicht viel erwarten. Wir haben jetzt die sich zugestimmt haben, die sind jetzt dabei.
Vom Blackfish können wir jetzt erstmal nichts verlangen. Lannister weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt sich irgendwie Gedanken macht, was jetzt mit Bran noch ist. Ich glaube eher, dass er wieder nach Hause Richtung King's Landing möchte. Und da bleibt halt wirklich nur noch hier der gute Littlefinger übrig. Und ich glaube aber auch schon, dass der quasi im letzten Moment dann dahin kommt und dann nochmal alles retten wird. Ja. Und aber ich glaube nicht, dass es ein Zweiteiler wird. Ich glaube tatsächlich, es wird so ein bisschen wie The Watchers on the Wall. Ich glaube, ich hoffe vielmehr, dass es eine komplette Folge wird, die quasi nur in Winterfell spielt, mit nur Jon Snow und der ganzen Armee quasi nur wie sie kämpfen. Denke, dann wird das eher so sein, dass vielleicht der Großteil da spielt, aber vielleicht noch ein anderer Strang immer da genutzt wird, um Szenen zu überspringen oder Zeitraffer zu erklären und so ein Kram. Ja gut, das kann natürlich sein. Ja, das hatte ich halt auch schon gedacht, dass das halt entweder auf zwei Folgen gesplittet wird oder in einer stattfindet und in der zweiten Folge dann mehr Content kommt mit Richtung Weiße Wanderer und so. Ja, die letzte Folge heißt ja The Winds of Winter und also ich habe ja eine ganz große Theorie oder so ein Gefühl, was mir sagt, so von wegen, ich glaube am Ende der Staffel werden wir die Mauer fallen sehen. Ich glaube, das Ding wird, also ich glaube schon gar nicht, dass es bis Ende der Serie stehen wird. Und ich glaube einfach, dass vielleicht die letzte Einstellung wird irgendwie sein, der Night King steht da und weiß nicht, der mit Zaubermagie oder sowas reißt da einfach die Mauer ein und man sieht sie so in Zeitlupe zusammenfallen und damit endet die Serie. Meinst du, also, ist so mächtig? Die Staffel. Ich glaube schon, weil wir wissen ja auch, die Mauer, die ist ja aus Eis und Magie, also ist ja nicht nur Eis quasi. Und ich glaube halt auch, oder er lässt einfach 10.000 weiße Wanderer oder Whites gegen die Mauer rennen, bis sie halt einfach zusammenbricht. Also ich glaube schon, dass das quasi Shit real wird am Ende. Und halt auch, dass irgendwie die Mauer fallen wird. Ich glaube, ich habe so einfach im Gefühl, an der Mauer geht nicht mehr so viel. Und da wir jetzt auch wissen, dass wir uns Richtung Endgame so langsam bewegen, gehe ich eigentlich fast schon davon aus, dass am Ende die Mauer fallen wird. Was auf jeden Fall ultra krass wäre. Und auch wenn ich das jetzt schon sage, ich werde trotzdem da stehen und denken, what the fuck, Alter, das kann doch eigentlich nicht mal ernst sein und tot fasziniert sein, was da jetzt einfach passiert. Und ja, gucken wir mal, was dann in der nächsten Folge auf uns wartet und dann in der darauffolgenden Folge. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Dann sind unsere zehn Folgen Game of Thrones, die uns versprochen wurden, auch schon wieder vorbei. Es ist nicht fürchterlich. Doch, ja, klar. Ich find's schon echt scheiße, ey. Ja. Ach, ich meine, mein Gott, man kann's am besten dann auch schon. Also, ich habe auch mal letztens drüber nachgedacht, wäre es eigentlich cooler, wenn Game of Thrones 22 Folgen hätte oder so? Pro Staffel? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Dann wird's in die Länge gezogen. Das glaube ich nämlich dann auch. Dann hast du ja irgendwann sowas, weiß nicht, wie bei Animes, dass du einfach nur Filler-Folgen hast. Und argumentativ könnte man jetzt auch schon sagen, dass ein paar Folgen jetzt schon bei Game of Thrones Filler sind. Oder zumindest quasi Zeit darauf aufgenommen wird, hier und da Sachen hinzuschieben, aber jetzt kein wirklicher Content geliefert wird. Von daher wäre das, glaube ich, ein bisschen zu viel auch. Ja. Ja. Aber gut, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas zur aktuellen Folge No One zu sagen, oder? Nee, also... Nö. Wir haben ja alles besprochen. Ich denke mal, da kommt jetzt auch nicht wirklich noch... Nö. Keine Ahnung. Ach ja, so, bei meinem Nö. Wir haben ganz kurz noch die Stelle vergessen, wo Bronn Podrick beibringt zu kämpfen. Was auch Die war scheiße, die muss man nicht erwähnen. Nö, wirklich, das war so ein bisschen wie die Tyrion-Szene oder die Finger im Po-Szene, wo ich denke, wo gehst du da gerade hin, Game of Thrones? Ja. So, wenn ein Kumpel gerade ein bisschen zu assi wird, dann denkst du auch so, okay, ich glaube, ich gehe mal lieber. Und gehen tun wir nämlich jetzt auch und verlassen dieses Video, was wir nämlich jetzt auch langsam anfangen, unnötig in die Länge zu ziehen. In dem Sinne wünschen euch Dragonslayer Haro und Frostmage Artax alles Gute bis in die nächste Woche, wo wir dann mit Battle of the Bastards weitermachen. Haut da rein. Ciao.